Moin. Heute möchte ich das Spektrum von meinem Kanal ein bisschen erweitern. Und so möchte ich auch so ein bisschen auf Multimedia-Sachen und Netzwerksachen und so eingehen. Und heute wird es um eine relativ praktische Option im Router gehen. Das kommt ja manchmal vor, dass man zum Beispiel Daten von einem Gerät zum nächsten übertragen möchte, Daten vom Handy auf den Computer. Und das ist ja immer ein bisschen problematisch. Vielleicht möchte man auch noch eine Festplatte für Backups haben. Das heißt, eine Festplatte, die nicht direkt an den Computer angeschlossen ist, wo man dann eben Backups draufladen kann. Und vielleicht möchte man auch einfach für sein Heimkino oder so die YouTube-Videos von seinem liebsten YouTuber irgendwie auf einer Festplatte speichern und die dann von überall aus nutzen können. Was viele gar nicht wissen, ist, dass sie ein Gerät dafür zu Hause haben. Das ist der Router. Je nachdem, welches Modell man hat, hat er eine Möglichkeit, den als NAS zu nutzen. In meinem Fall die Fritzbox, geht das. Da kannst du zum Beispiel auf der Verpackung vom Router nachgucken. Und ich werde eben heute dir zeigen, wie man das Ganze mit der Fritzbox machen kann und was es da so für Vor- und Nachteile gibt. Als allererstes müssen wir uns dann hier aber anmelden. Auf die Seite hier kommen wir, indem wir entweder die IP-Adresse angeben. Das ist dann bei der Fritzbox meistens 192.168.178.1. Oder man geht auf fritz.box, wobei man da meistens noch ein HTTP davor setzen muss, weil der Browser das sonst nicht versteht. Aber dann kann man hier, wie gesagt, den PIN eingeben. Wenn wir uns hier angemeldet haben, müssen wir erstmal die erweiterte Ansicht aktivieren. Dafür können wir hier unten drauf drücken. Und dann können wir hier zu Heimnetz und zu Speicher in Klammern NAS gehen. Da sieht man jetzt erstmal, was für Speichermedien an den Router angeschlossen sind. In meinem Fall ist das eine externe Festplatte, denn der Router hat nur wenig internen Speicher und der wird auch noch nach jedem Neustart gelöscht. Und außerdem können wir hier auswählen, welche Protokolle wir benutzen wollen. Das erste Protokoll ist FTP. Wenn das Netzwerk nicht sicher ist, dann solltest du es nicht nutzen, weil die Passwörter da in Plaintext übertragen werden. Die Passwörter kann man übrigens hier festlegen. Und um darauf zuzugreifen, das kann der Explorer auch direkt selber, aber man kann auch zum Beispiel WinSCP benutzen oder hier im Browser FTP Doppelpunkt Doppelslash und dann die IP-Adresse angeben. Jetzt muss ich mich hier anmelden und um diesen Login zu bekommen, kann man hier auf diesen Link klicken und dann hier Passwort und so einstellen für den einzelnen Nutzer. Außerdem gibt es SMB. Um darauf zuzugreifen, kann man hier einfach im Explorer backslash backslash fritz.box eingeben und dann muss man sich hier auch mit den Daten anmelden. Ein Problem ist, dass meine Fritzbox nur SMB1 unterstützt. Das hat auch ein paar Sicherheitslücken, das heißt, das sollte man auch nur noch eingeschränkt benutzen. Und ich glaube, bei Windows 10 ist das auch standardmäßig deaktiviert. Das heißt, das muss man dafür manuell aktivieren. Aber vielleicht unterstützt deine Fritzbox auch schon SMB2 oder SMB3. Um das herauszufinden, kannst du den Routernamen und SMB2 oder SMB3 googeln. Und dann solltest du auf einer Seite landen, wo das steht, ob der Router das kann. Eine weitere Option ist das Webinterface. Dafür kann man einfach auf http://fritz.nas gehen. Dann kann man sich anmelden und dann kann man hier über den Browser Daten hoch und runterladen und kopieren und so. Und für die Multimedia-Fans unter uns, zum Beispiel die eine Kollektion von meinen Videos haben und die auf allen Geräten im Netz da gucken wollen können, wobei alle da ein bisschen eingeschränkt ist, aber wie das dann wie auf welchen Geräten geht, darauf werde ich später nochmal eingehen. Die können auf jeden Fall unter Media Server den Media Server aktivieren. Hier sollte man noch einstellen, worauf der Zugriff haben soll. Denn das Problem ist, dass man sich da nicht anmelden muss. Das heißt, alle Geräte können dann problemlos auf die Daten auf dem Media Server zugreifen. Dementsprechend sollte man dann hier vielleicht eine getrennte Festplatte für haben. Wenn man vielleicht noch Daten hat, die da nicht einfach zugreifbar sein sollen. Und außerdem kann man hier dann noch Internetradios hinzufügen und Podcasts und so weiter. Das war's dann aber auch mit diesem Teil. Wie gesagt, es wird noch viele weitere Teile geben. Wenn du soweit noch Fragen hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Aber dann hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.